Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur neuen Sendung von CMC Espresso, Ihrem Tagesausblick hier am letzten Handelstag in dieser Woche hier aus dem TV-Studio aus Frankfurt. Ja, womit wir es zu tun haben da draußen, ist ein Tauziehen zwischen auf der einen Seite jenen, die sehr vorsichtig waren und aus der plötzlichen Vorsicht der amerikanischen Notenbank schon einen Anflug an Panik herausgelesen haben. Nach dem Motto, wissen die in der US-Notenbank vielleicht mehr als wir. Aber das Drehbuch seit Jahresbeginn ist dann übergeordnet dann doch jenes, dass Kleinstkorrekturen sofort wieder zum Kauf genutzt werden. Und so ist es auch gestern gekommen. Wir haben Fondsmanager, laut Statistik Bank of America Merrill Lynch, die in der Korrektur des vergangenen Jahres so viele Aktien verkauft haben, dass sie jetzt so geringe Aktienquoten haben wie zuletzt vor 2,5 Jahren. Und die haben die Rallye seit Jahresbeginn nicht kommen sehen. Die befinden sich jetzt in der blöden Situation, entscheiden zu müssen, ob sie jetzt noch reingehen. Und wenn sie sich dazu entscheiden, noch zu kaufen, dann bietet ihnen der Markt keine richtigen Korrekturen. Also ist dann schon so ein Rückgang wie vorgestern eine Chance, zumindest etwas vergünstigt, hier in den Markt wieder reinzukommen. Wir haben ein großes Trendwendemuster an der Wall Street. Das ist so der übergeordnete Kontext. Das Trendwendemuster, ein 1, 2, 3 Top aus dem vergangenen Jahr, das hat sich bis in den Dezember nach unten entladen. In den vergangenen Wochen sind wir dann wieder in den Bereich dieses Trendwendemusters angestiegen, wo damals im letzten Jahr das Verkaufssignal reinkam. Allerdings dieses Mal trotz zweimaliger Versuche ohne erneute Reaktivierung. Es wurde also zweimal versucht, Verkaufssignale zu generieren und zweimalig wurde das vom Markt abgelehnt. Und jetzt sehen wir, dass die Kurse sich auch dank der Rückendeckung der Zentralbanken langsam, aber sicher nach oben verabschieden. Und das kann zum Resultat haben, dass wir das Trendwendemuster vom letzten Jahr aushebeln. Und das könnte wiederum bedeuten, dass wir am Ende auf neuen Allzeithochs im S&P 500 landen werden. Der DAX hat derweil eine Sondersituation oder viele Sondersituationen zu bearbeiten aufgrund der gestrigen Einigung. Stichwort Brexit zwischen der EU und Großbritannien wurde jetzt aber erst einmal verhindert, dass es Ende nächster Woche zum Chaos kommt und dass ein Chaos ausbricht, wenn der ungeordnete Brexit käme ohne Vertrag. Den Briten wurde mehr Zeit eingeräumt. Dennoch zeigen eben, was den DAX jetzt angeht, Beispiele wie Bayer und Monsanto oder die Gewinnwarnung von BMW, neben vielen anderen Einzelaktien-Stories, dass der DAX sich lediglich an der Stärke der Wall Street labt und bedient und sich nach oben ziehen lässt. 11,8 bis 11,860 war ein technisches Ziel aus dem 1-2-3-Tief vom Jahresbeginn. Wird dieser Widerstand geknackt, könnte ich mir im Falle einer weiter steigenden Wall Street einen gewissen Aufwärtstrend im DAX vorstellen, in Richtung 12.000 möglicherweise. Aber immer mit der Gefahr von Rückschlägen, weil der Index nicht aus eigener Kraft steigt und immer noch nicht klar ist, wie etwa die EZB sich jetzt positionieren wird, nachdem die Fed in Windeseile diese 180-Grad-Wende in der Geldpolitik vollzog. Damit bleibt auch fraglich, wie die Banken jemals wieder mehr Profitabilität finden können in der Eurozone, wenn die Aussicht auf steigende Zinsen wieder in weite Ferne rücken wird. Wenn Sie mögen, schalten Sie um 9 Uhr ein zum Update, zur Kommentierung, Live-Kommentierung vom DAX. Ansonsten wünsche ich Ihnen an der Stelle immer ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.